Und da sind wir wieder, liebe Freunde der gepflegten Zeitverschwendung. Ich habe keine Ahnung, ob es morgen oder Nacht wird. Aber solange ich noch was sehen kann, möchte ich endlich da rein. Oh, doch nicht, weil da Zombies sind. Das ist echt uncool. Ich weiß nicht, wie es mit den Zombies aussieht, aber ich habe eine echt eingeschränkte Sicht. Also mit eingeschränkt meine ich, ich sehe einfach auf gut Deutsch nichts, beziehungsweise recht scheiße. Was ich natürlich nicht so toll finde. Ich hoffe, ihr erkennt einigermaßen was. Denn bei mir sieht es da ein bisschen... Ich hab ein Fleischlein. Hä? Ach so, nee. Ach so, kann man die... So kann man die Waffen wechseln. Das ist cool. Good to know. Okay. Ja, ich bin einfach so verdammt neugierig. Nee, ich will nicht. Ich will eigentlich nur, dass du ihn untersuchst, Madame. Aber scheinbar funktioniert das nicht. Denn diese Leute scheinen echt sozusagen Deko zu sein. Ach ja, eine Leiter, wunderbar. Das sind ja meine besten Freunde seit dem letzten Ausflug. Nein, ich bin etwas auf Kriegsfuß mit Leitern. Muss nicht zwangsläufig sein. Kann ich zumachen? Ja, bitte mach sie zu. Auch in Häusern sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ist das eine Bandage? Oder wie, oder was? Keine Ahnung. Das ist Muni, scheinbar. Warum muss man Munition eigentlich immer so mitnehmen? Ja, es war einmal eine Bandage. Warum muss man Munition... Box of Matches? Ich weiß, dass es nicht Matches heißt, aber... Hm. Kann man das öffnen? Ja, ich bin... Wow. Das ist echt cool. Ist zwar ein bisschen doof. Oh, ist das Essen? Zeig mal her, ist das Essen? Baked Beans. Ich hasse Bohnen, aber Alter. Gebackene Bohnen. Es hört sich so lecker an, aber ich mag sowas gar nicht. Warum habe ich eigentlich eine empty Whiskey Bottle dabei? Hat das irgendeinen Sinn für mich? Weg damit. Also, ich bin ganz gut versorgt an Essen und Getränken. Noch werde ich es aber nicht essen. Okay, also wieder... Ich weiß nur, dass sobald irgendwas nützlich ist, nimmt sie es automatisch auf, scheinbar. Allerdings habe ich... Was ich geil finde, ich habe sogar eine Map. Also irgendwie, ich habe wohl einen Zombie gelootet, der eine Karte dabei hat. Und das finde ich natürlich mega geil. Weg damit. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen albern, Muni mitzunehmen, wenn man überhaupt keine... Jo, wenn man überhaupt kein Dingenskirchens hat, was ist das? Wie Smoke. Ist das eine Rauch? Oder wie, oder was? Keine Ahnung, was das sein soll. Also ich habe hier Unmengen von Sachen, aber ob ich die jetzt alle wirklich so gebrauchen kann... I don't know. Ich würde es ja gerne tauschen oder verkaufen irgendwo, aber ich glaube kaum, dass es hier irgendwo einen Händler für so einen Schwachsinn gibt. So. Ich weiß immer noch nicht, ob es Tag oder Nacht wird. Ist wahr. Ich möchte so gerne in den Hangar unten rein, aber... Ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie gleich wieder verrecken. Also ich habe ja ganz gut jetzt was dabei. Ich habe eigentlich viel zu viel dabei, muss ich zugeben. Ich meine ernsthaft, wenn man sich mal meinen ganzen Kram hier anguckt. Ich meine, wozu brauche ich zum Beispiel das oder das? Also,
Denn, ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Ich bräuchte erstmal irgendeine Knarre, damit ich überhaupt den ganzen Kram hier, damit es sich lohnt, den ganzen Kram mitzunehmen. Das Ding ist, es ist ja ganz schön hier. Guck mal, das sind aber alles Sachen, die ich im Moment gar nicht benutzen kann. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, wie kann man das wegwerfen? Aber, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Wenn ich es nicht brauche, was nützen mir denn Sachen, die ich nicht benutzen kann? Natürlich, es kann jetzt sein, dass ich 5 Meter laufe und irgendeine Knarre finde. Klar, kann passieren. Wobei ich mir mit einer Knarre auch nicht unbedingt sicherer vorkomme als mit einer Axt, muss ich jetzt sagen. Ich denke nämlich, dass die Axt sehr viel weniger laut ist als eine Knarre. Gott. Okay, hier ist es zu. Ich hatte gehofft, hier ist es auch offen. Ja, aber auch hier... Ja, das mit dieser... Nein, 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 fuck it. Oh Gott, scheiße, habe ich mich erschreckt. Ja, ist gut, komm. Ist ja gut. Ja, Kriegszombie auch noch. Gibt es denn hier irgendwas, was lohnenswert wäre? Nicht so wirklich. Nö, nicht mal so ein bisschen. Jetzt sag mir nicht, die sind so blöd, um hier reinzukommen. Okay, das heißt, ich würde mal sagen, da hier ja scheinbar nichts mehr ist, suche ich jetzt mal das Weite. Ich bin ja schon mal froh, dass ich da oben was zu essen gefunden habe. Ich sollte das auch mal ausnutzen und nicht gleich wieder in mein Verderben rennen. Finde ich nämlich echt nicht so toll. Naja, komm. Ich würde mal sagen, die hängen wir irgendwo auf der Dings ab. Auf der Straße oder wo auch immer. Von dort bin ich ja gekommen. Das heißt, ich wandere weiter hier entlang. Sobald ich mal ein bisschen Ruhe vor den Zombies habe, werde ich mir auf jeden Fall mal die Karte öffnen. Ach, halt die Fresse da hinten. Die Karte öffnen und schauen, wo ich hin kann. Dass einen die Zombies beim Laufen erwischen, davor habe ich sowas von überhaupt keine Bange, denn ich glaube wirklich, dass selbst wenn ich nur gehe, die Zombies zu blöde sind, mich wirklich zu treffen. Die sind nämlich richtig dämlich. Ja, also irgendwie kann sie zurzeit auch nicht schneller. Ja, ich habe mir mal sagen lassen, renn durch Gebüsche und ja, allerdings bleibt nicht dran hängen. Das war nicht der Wortlaut. Der da zum Beispiel, der ist schon echt so dumm und hat uns verloren, Roffel. Man soll sich nicht auf Straßen aufhalten. Okay, jetzt hat er die Verfolgung wieder aufgenommen. Man soll sich eigentlich nicht so wirklich auf Straßen aufhalten. Wegen Spielern, aber ich suche mir grundprinzipiell wirklich immer sehr leere Server. Ich bin nicht so ein Action-Fan und ich habe vor allem keine Lust, wegen wirklich nichts und wieder nichts gekillt zu werden. Finde ich ein bisschen doof. Was ist das denn da? Habe ich meine Ruhe gerade? Oder? Sieht so aus. Also bluten tue ich nicht, finde ich schon mal sehr schön. Das ist ein Hubschrauber-Landeplatz. Wow, und das ist ein Zombie. Nee. Keine Ahnung, vielleicht renne ich hier an einer Goldgrube, sage ich mal, vorbei. Ist mir gerade völlig egal. Was mich wirklich so ein bisschen anpisst, ist dieses Wetter, sage ich mal. Nicht das Wetter, sondern die Umstände... Beziehungsweise der Umstand, dass ich hier echt nicht sehen kann. Häuser! Denn da alles hier wirklich schwarz-weiß ist, verschmilzt hier natürlich auch alles dementsprechend. Ich sehe, da vorne sind Zombies. Okay, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Wegen 1-2 Zombies mache ich das nicht. Nicht mit so viel Proviant. Wenn ich irgendwann mal wieder, sage ich mal, am Verrecken bin. Dann gerne, ansonsten mache ich jetzt erstmal hier echt nur Sightseeing. Ich werde, sobald ich wieder mal verreckt bin, werde ich irgendwann mal eine Folge machen,
Jetzt gucken wir erstmal kurz die Map an. Ich bin hier. Okay, also das hier scheint ja eine recht große Stadt zu sein. Das heißt, ich möchte die echt mal gerne sehen. Das heißt, ich laufe auch wirklich mal diesen Weg entlang. Moment. Ja, muss Gott sagen, ich laufe richtig. Ich wollte nur mal gucken, nicht, dass ich jetzt... Nee, weil dann würde ich das jetzt wirklich mal in Angriff nehmen, in diese Stadt zu kommen. Stell dich mal auf, Mädel, ey, sonst dauert das ja Jahre. Ich laufe jetzt nur mit so einem Tempo. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber sie war ja eben schon recht kaputt, sage ich mal. Ich renne jetzt einfach mal so, wenn es jetzt tatsächlich... What the fucking hell? Nein, weg damit. Ach, das nervt, dieses... Oh, klasse, noch ein Zombie. Auf... Darf ich mal eins erfahren? Ich würde sagen, wie hältst du denn die Taschenlampe? Das Ding ist, noch habe ich eine Bandage. Das heißt, wenn ich erwischt werde, kann ich mich immer noch verbinden. Deswegen bin ich ein bisschen übermütig, muss ich zugeben. Gar nicht gesehen. Was ich gerne mal hätte, wirklich gerne, wirklich, wirklich gerne mal hätte, toll, ist sowas wie ein Oblivion oder Skyrim, ist ja völlig wurscht. Auf jeden Fall etwas, bei dem man erkennen kann, ob ein Zombie einen gesehen hat. So ein Auge zum Beispiel. Ich habe zwar hier ein Auge und sehe, wie auffällig ich mich verhalte, aber ich sehe nicht, ob mich jetzt wirklich einer gesehen hat. Denn manche Zombies haben die tolle Eigenschaft, also es wird Tag, so wie es aussieht, denn das Bild wird immer farbenfroher, wenn auch nur langsam. Nein, also manche Zombies haben die Eigenschaft, wirklich wie die Behinderten loszurennen, obwohl sie einen gar nicht gesehen haben. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich hierbei gemacht habe. Das schreckt mich natürlich total auf, wirklich so Häschen-like, ne, wie bei der Jagd. Du gibst einen Schuss ab und weil man denkt, oh Kacke, jetzt bin ich erwischt worden, rennst du natürlich wie eine besenkte Sau los. So geht es mir ungefähr. Das hatte ich ja, ich glaube, in Folge 3 oder 4. Nee, 3 war es, glaube ich. Da ist mir nämlich auch einer entgegengekommen und der hat mich gar nicht gesehen, habe ich am Ende gemerkt. Der ist nämlich einfach wieder stehen geblieben und weiter geschlurft, so ganz normal. Und ich denke, toll, für gar nichts bin ich jetzt losgerannt. Okay, das war wieder mal die falsche Taste. Eigentlich sollst du nur aufstehen. Danke dir. Und weiter geht's. Nee, irgendwann werde ich mal eine Folge machen. Da werde ich diese kranke Psychomusik, sage ich jetzt mal, ausstellen. Die Musik finde ich geil in diesem Game, das meine ich damit nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich jetzt nicht gerade so drauf bin, also so im Weglaufen, und wirklich einfach mal ganz normal gehe. Ich finde, die Umgebung ist so hübsch, weil wirklich Sonnenschein durch den Wald, das mag sich jetzt total mädchenhaft anhören, aber ich finde das total geil. Man muss wirklich mal ein bisschen schönere Musik einblenden. Für mich ist das ein totales Relax-Spiel in dem Moment. Ich finde das ist auch richtig cool gemacht hier. Das mag jetzt total so, Hilfe, mir wird schwindelig, aber ich finde es total cool. Es wirkt wirklich sehr, sehr realistisch. Also ich finde es super. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Vielleicht sagen jetzt mal schon, Gott, nee, das geht gar nicht. Aber ich finde es klasse. Ist natürlich ein bisschen schwierig, dem... Ja, sie schnauft schon ganz schön, der Handlung, sage ich jetzt mal, zu folgen, wenn man so ist, so rennt. Also nicht der Handlung zu folgen in dem Sinne, sondern zu erkennen, so hat man ja eine ruhige Kamera. Man kann erkennen, aha, da bewegt sich was, da nicht, bla bla bla. Wenn man das jetzt natürlich in diesem Wabbelmodus macht, ist das Ganze etwas schwieriger. Genau, beruhig dich erstmal, Alter, ganz ruhig. Ist das ein Wohnwagen da vorne? Noch habe ich keine Zombies im Sichtfeld, aber das hat nichts zu sagen. Man erkennt sie aber auch teilweise wirklich erst dann, wenn man mal so ein bisschen stillhält. Also dann sieht man, ob sie da zum Beispiel, daher jetzt sehe ich einen, die heben sich sonst kaum vom Hintergrund ab. Und wie gesagt, eigentlich möchte ich in diese große Stadt,
die ja noch ein Stück weit entfernt ist. Das heißt, ich werde jetzt erstmal keinen... Oh, ich muss mal was trinken. Ich werde jetzt keinen Zwischenstopp mehr machen. Es sei denn, ich sehe jetzt wirklich was total Offensichtliches. So. Bitte sauf mal was, denn du siehst echt kacke aus. Drink. Tada, und voll sind wir. Mit dem Essen sieht es noch recht gut aus. Ja, you have consumed, heißt das, ich muss die jetzt auch wieder wegschmeißen, oder? Nö, ne? Die ist jetzt automatisch weg. Okay. Der muss natürlich genau auf uns zukommen, wie immer. Ist klar. Das ist sowas, was mich nervt. Die kommen grundsätzlich in unsere Richtung. Egal, wenn ich jetzt eine 180-Grad-Drehung mache und in die andere Richtung laufe, ich schwöre dir, oder ich schwöre, oh, ich schwöre, Alter, der kommt genau in dieselbe Richtung, ey, weil er mich voll natzt, ey. Okay. Steh auf, blödes Ref. Hätte ich mir auch eigentlich sparen können, war ja klar. Lö, 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 macht aber nichts, wir laufen einfach. Was ich so geil finde, ich gucke mir jemanden an, oder ich habe Daisy bei jemanden angeschaut, so erstmal zum Reingucken. Ich gucke mir fast jedes Spiel vorher an, damit ich weiß, okay, ist das jetzt was für mich oder nicht? Und bei demjenigen, ich weiß nicht, wie er heißt, Johnny irgendwas, keine Ahnung, oder John 19 irgendwas, keine Ahnung. Und der hat an sich... Der spielt fast nur Horrorspiele, hat bei Slender Nerven wie Drahtseile. Aber ich schwöre, er ist bei Daisy so Zombie, okay, bla bla bla. Aber er hört einen Schuss von dem Spieler. Oh nein, oh nein. Und was denn jetzt? Und da denkst du dann echt, hallo? Ich meine, warum hat man Angst vor Spielern? Ich meine, klar, ich will auch nicht getötet werden. Das ist mir bewusst, aber... Wie der da rumgewinselt hat wegen Spiellernen, da habe ich dann doch gedacht, okay. Fragezeichen? Wo wir gerade beim Fragezeichen sind, habe ich ihn abgehangen? Sieht so aus. Naja, der gute alte Baum. Ich bedanke mich bei der Flora für ihr Wachstum. So, erstmal gucken. Erst rasten, dann rosten. Oder so ähnlich. So, okay, wir sind also genau vor der Stadt. Finde ich geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Waren wir hier eigentlich schon mal? Ich bin ja vorher schon mal in der Stadt gewesen. Ich weiß, da ich keine Karte hatte, weiß ich jetzt nicht, ob es dieselbe ist. Also ob ich hier schon mal war oder nicht. Das kann ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Ach, Zombie, du nervst, weißt du das? Das nervt richtig. Ich verstehe aber auch wirklich nicht die Kriterien, wann sie uns sehen und wann nicht. Muss ich echt sagen, ich verstehe es nicht so wirklich. Ja, da kommt so ein blöder Penner. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay. Ist mir jetzt so kackegal. Hey. Hallo. Autschen. Mortal Kombat. Dim, 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 dim. Scheiße. Aua. Oh, und Blut. Ja, ist klar. Alter, könntest du den jetzt auch mal erschlagen? Dankeschön. Noch habe ich keine Aufmerksamkeit erregt, aber ich blute. Fuck it. Das war's mir wert, dieser blöde Arsch. Ja, bandagier dich selber. Denn ein anderer wird es nicht für dich tun. Oder siehst du hier vielleicht jemanden, ich nicht. Knie ich bereits? Jawohl. Ich wollte sagen, es wird doch wohl... Nein. Mädel, du sollst die verkackte Waffe nicht... Ach, grrr. Er schlag sie mit der... Taschenlampe, das ist mir auch egal. Ja, mit dem Zombie kämpfen, sage ich mal, da bin ich noch nicht so bewandert drin. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt selber damit eine Falle baue, aber... Mann, Alter.
Mach doch bitte einfach die verkackte Tür zu und wechsel nicht alle Nase lang deine beschissene Waffe. Ist der jetzt hinter oder vor dem Zaun? Na toll. Kann mir jetzt auch egal sein. Das meine ich. Wieso hat der mich jetzt gesehen? Leck mich. Was war denn das für ein Geräusch? Ja, ich bin ein bisschen doof, ich weiß. Ich habe nur keinen Bock zu verbluten. Es geht mir nicht mal ums Sterben. Was ich hasse, ich wollte sagen, verreck doch mal, du kleiner Arsch. Was ich wirklich hasse, ist dieses Mann-Mädel. Du bist so dumm wie ein Stück Brot, ehrlich. Da fällt mir auch nichts mehr drauf ein. Du sollst diesen Wichser einfach nur... Juhu, wir haben schon wieder nur Muni. Das rafft sie aber auch nicht mehr, ne? Mit dem... Oder ich bin einfach zu blöd, keine Ahnung. Den habe ich gar nicht durchsucht, fällt mir gerade so ein. Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Vielleicht hat er ja irgendwas. Nö. Was ich auch so... Och, Mädel! Alter! Mach doch mal die verdreckte Tür zu. Danke. Ich höre die mich schon wieder überall rumschlurfen und wabbeln und... Ach, da ist der reingekommen. Der kleine Pisser. Please close the door oder shut the door, mir egal. Wenn das irgendwie möglich sein sollte. Hallo? Scheinbar nicht. Finde ich jetzt auch cool, warum das jetzt nicht funktioniert. Fragt mich was Leichteres. Gut, ist mir jetzt aber auch egal. Die kommen ja eh irgendwo anders rein. Da, was? Wo, wieso kommst du denn jetzt hier? Alter! Und wieso bist du sofort tot? Wow, ich meine nicht, dass ich mich beschweren will, aber... Kimiko, ziel auf den Kopf, ziel auf den Kopf! Sterbt doch alle, Mann! Ich wollte eigentlich in die Stadt auch irgendwann mal, ne? Irgendwie verschwende ich hier alles. Okay, also er hat irgendwas dabei gehabt. Was ich immer so geil finde, wenn er nichts Nützliches dabei hat, dann kann man in ihn reinsehen, sag ich mal. Nur um zu sehen, dass er nichts hat. Wenn er allerdings... Ach ja, kommt, ist egal. Wenn er allerdings was dabei hat, was mir hilft, dann nimmt sie es einfach. Und dann denkt sie sich halt, ja, Arsch lecken. Mehr gibt's jetzt nicht, hä? Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, kommen die jetzt in Gebäude rein oder nicht? Ich würde nämlich gerne in das rein, aber ich habe Angst, mich selber einzusperren. Weil eben hat er es aufgekriegt. Hm. Es sieht wieder nach ziemlich, wo gerade sagen, empty, empty, empty. Juhu. Oh, oh. Fuck it. Wow. Sie glitschen sich immer noch durch die Wände. Wunderbar. Alter. Mann, Mann, Mann. Könnt ihr mich jetzt auch mal in Ruhe lassen? Ich weiß, ich verhalte mich zu auffällig. Och, Mädel, du gehst mir so dermaßen auf den Piss damit. Das kannst du dir nicht geben. So, Moment, jetzt mache ich das mal anders, weil langsam geht mir echt die, reißt mir echt der Geduldsfaden. Mach den Scheiß daraus. Boah. Aber auch dort sehe ich nur... Was hat der denn überhaupt gehabt jetzt? Painkiller-Box, irgendwas? Was ist das jetzt eigentlich? Nee. Wieso habe ich schon wieder so eine scheiß Empty-Soda-Can mit dabei? Ich höre Zombies, ich höre Zombies.
Ja. Ich mache jetzt mal, dass ich hier wegkomme, weil irgendwie bringt das Ganze hier echt nichts. Nichts, nichts und wieder nichts. Ja, ist cool. Ist cool. Was? Battle Clearing? Ich weiß immer noch nicht, was das da unten überhaupt immer soll, was da steht. Don't know. Ich muss auch langsam mal wieder einen Schnitt machen. Ich möchte nur irgendwo hin, wo ich nicht sofort gesehen oder gefressen werde. Oder eben eingestupst. Und dann gleich verblute. Das Ding ist, das mit dem Verbluten, das ist ja noch nicht mal das, was mich so nervt. Was mich nervt, ist, der ganze Bildschirm wird schwarz. Ja, schwarz-weiß halt. Und das finde ich sowas von nervig. So, ich werde mich jetzt erstmal hier irgendwo im Wald verkriechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sieht nach einem Zaun aus. Oder auch nicht. Don't know. Ich hoffe mal inständig, dass hier keiner rumgammelt. Ich möchte mal gerne wissen, warum manche Zombies im Wald rumgammeln. Ich meine, was erwarten die denn da zu finden? So, ein bisschen weiter von der Stadt weg. Swing und schmeiß. So. Und ich würde sagen, damit hat sich's erstmal für diese Folge. Ja, wir sind vor, keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Tschernogorsk oder sowas. Und ja, bin mal gespannt, was ich da sonst noch finde. Wahrscheinlich den Tod und vieles mehr an tollen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Run. Bye, bye.